Damit grüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor der Black Night morgen gegen die Eulen. Das morgige Spiel ist ja ein ganz besonderes, denn Mannschaft und Fans kämpfen gemeinsam in der Farbe Schwarz um die nächsten beiden Punkte in der stärksten Liga der Welt. Wir sind heute zu Gast bei unserem Sponsor der Firma Sunhill Technologies, die mit ihrem Produkt TraviPay morgen auch den Sponsor of the Day stellen. Und ja, aus diesem Anlass begrüße ich natürlich auf dem Podium ganz herzlich den Geschäftsführer der Firma Sunhill Technologies, Matthias Mandelko, unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Adarsan Eofsson und unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt. Genau, bevor wir uns dem Sportlichen widmen, die erste Frage an Sie, Herr Mandelko. Sie sind ja morgen mit Ihrem Produkt TraviPay Sponsor of the Day. Auf was dürfen sich die Fans denn rund um das Spiel freuen? Ja, wir haben uns natürlich einiges ausgedacht und versuchen diesen besonderen Anlass, die Black Night hat ja immer einen großen emotionalen Faktor auch rund ums Spiel, einige Sachen dazu einfallen lassen. Ich glaube aber ganz kurz möchte ich mal die Gelegenheit nutzen und auch auf gestern kurz eingehen, auch wenn das nicht mein Job ist, das Sportliche zu bewerten, aber als Zuschauer oder Fan möchte ich schon mal sagen, dass das sensationell war, was da gestern geleistet wurde, allein dahin zu kommen, allein dieser Weg dahin. Das ist schon sehr, sehr cool gewesen. Und wenn man dann sieht, halt, wie knapp das war und wie die Truppe gekämpft hat und jeder sich da reingehauen hat, das ist schon phänomenal. Und auch das gesamte Betreuerteam, also was da außenrum passiert, das ist schon ganz große Klasse. Also da möchte ich auch mal das als Sponsor oder als Fan mitteilen, dass das cool ist und dass man da sehr stolz drauf sein kann. Genau, ich hoffe, dass die Jungs auf der Rückfahrt und auch heute gut regenerieren und dann Vollgas morgen reingehen und dass wir da den Wunsch von außen natürlich, den habt ihr natürlich alle, auch den Sieg holen. So, jetzt zu morgen, was haben wir uns denn überlegt? Einmal gibt es den HCE Adventskalender auf Facebook, da wird morgen eine sehr, sehr schöne Überraschung für alle Fans drin sein, also reinklicken, anschauen, ich glaube, das ist eine richtig coole Sache. Das nächste ist, das ist, was wir hier auch im HC Express drin haben, gerne mal anschauen. Wir haben jetzt mal wieder eine Gutscheinaktion gemacht. Wir dachten, dass das eigentlich ganz schön ist. Weihnachten ist ja immer Einkaufsstress. Vor dem Einkaufen kommt das Thema Parken. Und wir haben gedacht, unseren Mitfans und den ganzen HCE-Fans und von mir aus auch allen Lesern der Zeitungen und Presse hier, wenn man die App runterlädt, im Gutscheinbereich Hand-Ball als Gutschein eingibt, dann bekommt man 2 Euro Parkguthaben geschenkt. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Aktion, die sich unser Team da ausgedacht hat und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite wird das wahrscheinlich teuer für uns, auf der anderen Seite hoffe ich aber auch, dass es teuer wird, weil dann war die Aktion erfolgreich. Also, liebe HCE-Fans, holt euch die App und ladet euch die 2 Euro drauf. Das dritte Thema, wir sind ja ebenso wie der HC eine Mannschaft mit viel Herzblut und unser Motto Go Fight Win, das ist ja so, was wir hier gestern im Pokal oder die gesamte Saison erleben. Du lässt dich auf was ein, dann musst du dafür kämpfen und dann gewinnen und diese Herzblutsituation hat unser HR- und Marketing-Team aufgegriffen. Wir suchen neue Leute, wir wachsen. Wir sind jetzt fast 100 Mitarbeiter und werden im nächsten Jahr Richtung 150 gehen. Wir haben etliche offene Stellen und wir hoffen oder wollen oder wünschen uns, dass wir sportlich engagierte, aber auch emotionalisierte Leute in unserem Team gewinnen können. Und dafür haben wir einen extra Infostand in der Arena morgen. Und das Motto ist neues Herzblut gesucht. Also wir brauchen Verstärkung. Als viertes, und das ist dann auch so die Abrundung, Black Night ist ja Stimmung pur, 10 Minuten vor Anpfiff, die ganze Halle schwarz. Wir erinnern uns letztes Jahr, jeder hatte eine Wunderkerze in der Hand. Gänsehautatmosphäre, die Truppe auf der Platte unten und es prickelt. Das Problem dieses Jahr war, das drohte ja jetzt nicht ganz so schön zu werden, weil Feuer und sonstige Auflagen verhindert haben, dass Wunderkerzen zum Einsatz kommen dürfen. Und ja, da hat sich unser Marketingteam was ganz Cooles einfallen lassen und das finde ich auch sehr, sehr cool. Wir werden vor der Black Night an allen Eingängen Knicklichter verteilen in Rot und Blau, sodass die ganze Halle dann, wenn alles schwarz wird, hoffentlich alle gleichzeitig den Knick machen und dann haben wir die Halle in Rot und Blau eingeleuchtet.
Das wäre so unser Wunsch oder die Hoffnung, dass das gut klappt und dann, dass wir fast sowas Ähnliches wie die Wunderkerzen nur mit Klicklichtern erreichen. Also ich glaube, wir haben 4.000, 5.000 Stück. Das sollte reichen, um die Halle in eine coole Atmosphäre zu tauchen. Genau, so, das war's jetzt von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass ihr alle hier seid und wünsche uns allen morgen einen Sieg. Dankeschön. René, Herr Mandelko hat es ja schon angesprochen, die ganz besondere Atmosphäre in der Halle morgen. Die Black Night jährt sich jetzt zum 9. Mal. Was macht denn ja, diese Kulisse so besonders morgen? Ja, ich glaube, Matthias hat viele der Punkte schon angesprochen. Man merkt ja auch, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Und diese gleiche Leidenschaft wollen wir natürlich auch morgen in der Halle sehen. Ich glaube, jeder, der die Black Night schon mal miterlebt hat, weiß, was für eine besondere Atmosphäre das ist. Viele Themen wurden schon angesprochen. Wir haben diverse Gewinnspiele, Aktionen, aber auch eine Lichtchoreo und dazu natürlich auch ein sehr packendes und spannendes Handballspiel. Letztes Jahr auch schon gegen die Eulen war es sehr, sehr eng. Das, denke ich mal, ist den Fans morgen einiges geboten und natürlich auch allein die Stimmung. Die gesamte Mannschaft mit speziellen Trikots in Schwarz, alle Fans, deswegen natürlich auch nochmal der Aufruf an alle, kommt alle in schwarzer Kleidung, zeigt die Geschlossenheit mit dem Team. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Teil dieser Stimmung und dieser Geschlossenheit und ja, darauf freuen wir uns natürlich alle sehr. Ich glaube, das ist zum Jahresende, das letzte Heimspiel vor Weihnachten, immer eines der besondersten Events, die wir haben, zusammengepaart mit einem spannenden Spiel, vielen Aktionen. Also ich kann jedem nur raten, das mal miterlebt zu haben. Das ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte und ja, wir freuen uns alle sehr drauf. Dankeschön. So, dann jetzt zum Sportlichen. Adli, Herr Mandelko hat es schon angesprochen, ihr habt gestern wirklich bis aufs Letzte gekämpft im Pokal, musstet euch dann knapp geschlagen geben. Wie geht es denn der Mannschaft und wie schätzt du das Spiel morgen ein, auch vor dem Hintergrund, dass ihr ja jetzt ja relativ kurze Zeit nur habt? Also es ist natürlich eine sehr intensive Zeit für uns, das dritte Spiel jetzt in 6 Tagen. Der Mannschaft geht aber gut, dafür haben auch die Basketballtrainer und Medizin Team gut gestern halt gearbeitet, dass die Jungs so schnell wie möglich regenerieren können. Es war natürlich sehr kraftzehrend das Spiel. Es ging was höheres Tempo das ganze Zeit und von daher aber glaube ich, dass wir das gut hingekriegt haben, dass die Jungs morgen topfit sind und dass wir bereit sind für die Herausforderung, die die Eulen uns da stellen. Gegen die ist das immer wieder viele Aufgaben, die stellen. Siebten Feldspieler, 2, 3 verschiedene Abwehrformationen. Also wir haben nicht viel Zeit, uns darauf zu vorbereiten. Das werden wir heute halt tun, sportlich. Aber die Hauptmerksamkeit liegt jetzt an der Regeneration und dass die Spieler topfit sind morgen und sich wohlfühlen und auf die Platte gehen. Und dann hoffen wir uns natürlich alle, dass diese besondere Energie, die meistens auf diesem Black Night ist, dass die Jungs sicherlich in den letzten Tagen ein sehr, sehr hartes Programm hinter sich hatten, dass sie nochmal neue Energie gibt und die Jungs beflügelt, sodass wir alle unser Ziel, die 2 Punkte noch zu holen zu Hause mit unseren Fans, verwirklichen können. Dankeschön. Kevin, nach der Niederlage jetzt gestern, wie groß ist denn jetzt auch bei der Mannschaft die Vorfreude jetzt auf das letzte Heimspiel, dann auch noch so ein besonderes? Und vielleicht auch, könntest du uns noch einen kurzen Ausblick vielleicht geben, wie es weitergeht, auch nach der Black Night? Also, genau. Ja, wir alle waren natürlich gestern nach dem Spiel sehr enttäuscht. Die Mannschaft hat danach in der Kabine wirklich in leere Gesichter geschaut. Die Mannschaft hat sich viel vorgenommen. Es war was ganz Besonderes für den Verein, gestern diese große Chance zu haben, ins Final Four einzuziehen. Dementsprechend war die Enttäuschung groß. Auf der Rückfahrt hatte man dann schon, kam dann schon ein bisschen mehr Stimmung aus, Gespräche zwischen den Spielern. Sodass ich denke oder auch weiß, dass die Mannschaft auch mit sich selbst nicht zufrieden war gestern noch. Klar hat Hannover gut gespielt, aber hat schon bei den Spielern gemerkt, diese Selbstkritik, jetzt vielleicht nicht die allerbeste Leistung abgerufen zu haben, jeder Einzelne ans Maximum rangekommen zu sein. Das wollen die Jungs morgen zeigen. Das ist das letzte Heimspiel, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, die Black Night ist schon seitdem ich hier bin, seit 6 Wochen, 7 Wochen, ein großes Thema. Morgen ist es dann soweit, dass es was ganz Besonderes ist und das wissen die Jungs. Deswegen will ich jetzt noch nicht so weit schauen, was danach passiert, sondern fokussieren uns auf morgen. Wird ein schwieriges Spiel aufgrund der Spielplanung, der Spielterminierung, aufgrund der Belastung. Aber ich denke, mit den Fans und der vollen Halle schaffen wir das morgen. Dankeschön. Dann ist jetzt Zeit für die Fragen der Presse.
René, mit wie vielen Zuschauern kann man denn rechnen? Ja, also der Vorverkauf hat sich schon in den letzten Wochen als sehr, sehr stark und sehr, sehr gut ausgeprägt bzw. gezeigt. Also ich denke, wir werden deutlich über 5.000 gehen, was für einen Donnerstagabend ein überragender Wert ist. Wie sieht denn die Verletzten-Situation aus? Nico Link war gestern mit der Schulter ein bisschen angeschlagen. Ist der wieder fit oder kommt das dann zu früh? Also das Medizin-Team arbeitet jetzt natürlich daran. Der hat ja ein bisschen kleine Probleme, aber es ist sind keine großen Sachen, aber trotzdem, was ihn ein bisschen verhindert in seiner Spielweise. Aber wir gehen davon aus, dass er morgen voll einsatzfähig ist. Du hattest gesagt vor dem Pokalspiel, dass sich Hannover ein bisschen vergleichen lässt mit Wetzlar, dass ihr euch auch schon auf das, in der Vorbereitung auf das Wetzlar-Spiel mit Hannover indirekt beschäftigt habt. Ist jetzt der kommende Gegner etwas völlig anderes oder kann man das auch ein bisschen vergleichen? Es sind Ähnlichkeiten wie oft in Handball oder heutzutage, es sind viele Auftakten ähnlich. Es geht auf die individuelle Spiele an, halt anderes da vielleicht auch einzustellen, andere Wurfbilder, andere technische Herausforderungen, aber taktisch sind da schon 4-5 Dinge, die besonderer sind, die spielen, die man halt vor allem in unserem Abwehrsystem genau und gut auf achten muss. Und von daher werden wir da die Haufen, ja, unser Schwerpunkt in die Videoanalyse wird halt auf diese Sachen und das dann heute nochmal durchzugehen im Training. Gibt es die Gefahr nach so einer Enttäuschung, wie der Kevin auch sagt, dass die Spannung ein bisschen abfällt jetzt, auch so vor der Pause, vor so einem Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einfach in den letzten Wochen gute Leistung, Konstanz gebracht, auch wenn das gestern nicht alles am Optimum war, vor allem unser Abwehrspiel. Nicht das war, was wir uns vorgestellt haben, glaube ich trotzdem, dass wir da eine gewisse Konstanz erreicht haben, dass wir diesem Level ja immer erreichen können. Was natürlich jetzt die dritte Spiel in 6 Tagen, wird das halt auf viel mehr Schultern halt verteilt werden müssen, weil natürlich bei so vielen Spielen in so kurzen Tagen natürlich irgendwann die Körner ausgehen. Und da musst du halt sehr extrem auf achten, dass wir gut rotieren, die Mannschaft gut nutzen, um da 6 Minuten aushalten zu können. Kann es da helfen, dass es eben kein ganz normales Spiel ist, sondern eben so eine Black Knight ist? Denn Herr René nickt schon kräftig. Nein, also ich hake da mal kurz ein. Ich glaube, das ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil, wie Atlas ja schon gesagt hat, natürlich nach so einem Spiel, nach einem kräftezehrenden Spiel, auch in den letzten Wochen, wir haben ja wirklich jetzt sehr, sehr viele Events gehabt, sehr, sehr viele Spiele, sind die Kräfte natürlich am Boden, aber wir müssen jetzt einfach eine wirklich jetzt erst recht Mentalität entwickeln. Jetzt nochmal wirklich Vollgas zu geben im letzten Heimspiel. Ich glaube, die Jungs wollen auch einfach zeigen, dass es nochmal einen Ticken besser machen, wobei ich finde, dass sie auch gestern ein gutes Spiel gemacht haben. Ein paar Kleinigkeiten haben am Ende für die große Sensation halt nicht gereicht, aber trotzdem, glaube ich, muss man einen Hut vor der Mannschaft ziehen und jetzt können sie sich morgen nochmal wirklich im letzten Heimspiel vor Jahresende nochmal mit einem guten Gefühl vor Weihnachten verabschieden und ich glaube, da brennt jeder drauf und ja, man hat unmittelbar nach so einem Spiel auch gleich wieder die Möglichkeit, einen Sieg von dann zu tragen und dafür werden wir morgen alles tun, aber dafür brauchen wir auch jeden, weil man darf jetzt sich nicht wundern, wenn da auch natürlich die Kräfte schwinden und deswegen müssen wir alle gemeinsam die Mannschaft nach vorne peitschen. Adli, im Hinspiel gingen ja teilweise die Emotionen auch ein wenig hoch. Wirkt sowas dann noch nach oder erwartet ihr einen Gegner, der besonders emotionalisiert auch auftreten wird, um sich in Anführungszeichen zu revanchieren? Ich glaube, das hat mit dem Hinspiel nichts zu tun. Ja. Die hat einfach mit der Situation zu tun, wo die Oilers sich momentan befinden. Die haben viele Verletzte gehabt über längere Zeit, mussten halt mit einer geringeren Kader sehr, sehr kämpfen. Jetzt haben die einigermaßen fast ihren kompletten Kader wieder zurück und die werden halt um die Klassen halt jetzt alles einsetzen. Die rechnen sich sicherlich hier was aus, haben hier letztes Jahr einen Punkt geholt, wollen das sicherlich diese Leistung nochmal bringen und das liegt in unseren Händen, dem zu zeigen von Anfang an, wer hier Herrenhaus ist und dass wir hier die Punkte bei uns halten wollen. Aber das wird emotional morgen, das ist klar, die kämpfen um ihr Leben in der Liga und wir wollen halt weiter unseren Gang gehen in die Richtung Mittelfeld und von daher hat dieses Spiel natürlich ein besonderes Präsenz für beide Mannschaften. Du sprichst es an, meine Eulen letztes Jahr einen Punkt geholt, ihr habt letztes Jahr gegen viele Mannschaften Punkte abgegeben, wo man gesagt hat,
dürfte eigentlich nicht so passieren. In dieser Saison läuft es anders. Ist das auch ein Entwicklungsschritt, den die Mannschaft in den letzten Monaten gemacht hat? Ich glaube, was das betrifft, Göppingen halt herausgenommen zu Hause, aber haben wir zu Hause gute Leistungen halt gebracht, sind konstanter, haben halt quasi diesem Unentschieden oder teilweise auch ein Tor Niederlagen, die letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt auch stattgefunden haben, halt in Siege jetzt umgemünzelt. Und das zeigt auch für eine Konstanz oder Stabilisierung von einfach ein paar Faktoren. Und von diesem Basis müssen wir einfach jetzt weiterarbeiten, um noch näher dran zu den Mannschaften wie gestern, wie Hannover, dass wir da auswärts halt auch solche Leistungen halt in Siege halt umwenzeln können. Da waren wir oft knapp dran, aber ich glaube, das ist der nächste Schritt in die Entwicklung, dass wir die Lücke da zwischen diesen Mannschaften nochmal abschließen. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen und auch nochmal beim Herrn Mandelko, dass wir heute hier sein durften bei der Firma Sunhill Technologies. Ihnen wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder um 19 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Nicht vergessen, alle in Schwarz kommen und genau, dann bis morgen um 19 Uhr.